Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Sekiro. Heute, also Shadows Die Twice, fast vergessen wieder. Heute geht es weiter. Wir haben das letzte Mal ja, also ich muss euch nicht erzählen, was im ersten Part passiert ist. Ich denke, dann werdet ihr euch noch alles erinnern können, wo es hier so fresh ist. Ich würde sagen, wir schauen mal, was das ist. Oh, noch mehr Kügelchen, okay. Alright, jetzt bin ich schon mal gespannt. Die können wir dann hier ausrüsten. Langsam Vitalität wiederhergestellt. Ich glaube, ich werde die Sachen schon mal ausrüsten. Und ja, jetzt schauen wir erstmal, wer ist die? Oh, und wir stecken die Waffen scheinbar auch weg. Entweder nach einer Zeit oder wenn wir uns den Typ Person hier nähern. Aber wer bist du denn? Makoto ni. 息を吹き返したのですね。竜院の力、この目で鹿と見ることになるとは。何者だ？エマと言います。猿お方に仕える薬師です。猿お方と？すみませぬが、主の命にて明かせません。ただ、あなたを助けよと、そう仰せつかっています。 信用しろとは言いません。ですが、私は主の命を果たさねばならぬのです。あなたが持っている薬水の瓢箪、それはもともと私が作り上げたものです。薬師として助けとなりましょう。 Ich weiß nicht, ob die full of shit ist oder ob die Wahrheit sagt. Ich habe mal wieder vergessen, übrigens hier mein Mikro besser einzustellen. So, jetzt sollte man mich auch ein bisschen besser hören. Sorry, übrigens, das letzte Folge, glaube ich, der Ingame-Sound an vielen Stellen deutlich zu leise war. Aber ja, beim neuen Projekt, gib mir 2-3 Parts, dann ist alles top von dem her. Dafür war die Facecam synchron, soweit ich gesehen habe. So, heilende Kürbisfläschchen zeigen, okay. Kono Hyotan, Onushi ga tsukutta to iu no ka? Hai. Moto wa Kuro-sama no tame ni. Oh, wir werden bei ihr. Anata ga yuzuri ukete ita no desu ne. Kizuite iru kamo shiremasen ga. Kono Hyotan no yakusui wa onozu to wakidashimasu. Ja, wenn man rastet. Oh, nach einer Weile. クシとしての助けとは。氷炭の種をお持ちください。種だと。はい。薬水は氷炭の種より湧き出します。新たな種を加えれば薬水の傘が増すでしょう。手に入れたら持ってきてください。Machen wir。わかった。Ja. Oh, wir haben, nee, wir haben wahrscheinlich keine Kürbissamen. Okay, das heißt, bei ihr, sie ist quasi die Feuerhüterin, unter Anführungszeichen hier. Aber interessant. Das bedeutet aber auch, sie hat gesagt, es fühlt sich nach einer Weile wieder auf. Das bedeutet ja eigentlich, dass wenn ich einfach nur warte und nicht raste, aber wir haben doch ewig zwischen dem ersten Mal heilen. Das war bei dem Bosskampf, da sind wir herumgesprungen und alles. Das hat, also wenn es tatsächlich, falls es nicht anders gemeint ist, als ich denke, dauert es wirklich sehr lange, bis es wieder auffüllt. Okay. いや。ならば、流因を受けた者に現れるということか。あるいは、兆しか。もう良いか。ああ、十分です。無礼をしました。すみません。All right. Aber wir können nur noch mit ihr reden, oder? 白いあざは生まれつきではない。ならば、流因を受けた者に現れるということか。あるいは、兆しか。うん。Okay. では、また。
Jo, tschüss. Das heißt, wir werden wahrscheinlich... Also entweder sie reist mehr oder weniger mit uns oder wir kommen hier noch häufiger hin. Hier ist ein leichter Geldbeutel. Also es gibt doch Geld im eigentlichen Sinne. Kann verwendet werden, um die Sen oder Sen im Inneren zu erlangen. Hat recht befriedigendes Gewicht. Die Sen im Geldbeutel gehen beim Tod nicht verloren. Oh, Moment, das heißt... Beim Tod geht das Geld verloren. Also wie Seelen, mehr oder weniger. Das heißt, ich... Rein theoretisch könnte ich den benutzen hier im Inventar. Leichter Geldbeutel benutzen. Manchmal nicht, weil Geld... Geld ist das... Oh, wow. Das sieht man genau nicht, weil ich hier genau davor bin. Aber genau da, wo ich vor bin... Ah komm, ich mach das mal ganz kurz. Nee, das klappt nicht, wenn ich mich hier wegduck. Sieht man das irgendwo anders? Nee, sieht man leider nicht. Aber auf jeden Fall genau da, wo ich bin, sieht man eben diese, was man auch beim Feuer, nicht das Feuer, beim Bild gesehen hat. Komm, ich zeig's euch da. Mehr sehe ich nämlich da auch nicht. Wenn ich hier Ding, genau. Man sieht halt die Münzen genau über mir und dieses 0 von 15... Figurenteil. Da bin ich drüber im Inventar, aber ja, das ist, glaube ich, zu verkraften, wenn man das nicht sieht. Dafür sieht man ja mich. Okay. Bist du der Typ, der Bildhauer, der nicht vage Bildhauer gesprochen hat? Oh, was ist das hier? Ich rede erstmal sicherheitshalber mit dir. Hm? Meine Kau, Dana. Sokomoto, Nawa. Nanorarenu ka. Daga, ude aru shinobi to omiyuke shita. Shinobi no waza nara wa, aru yu wa. Sokomoto yo, zehi sore ga shito, tachi atte morao. Was? Au! Achso, ich soll ihn finishen, oder was? Was, habe ich ihn jetzt nicht einfach getötet? Nee. Ja, Harry. Shinanu wa na. Oh, das sind die Untoten, die untote Version von denen, oder was? Hä? Sokomoto no tachisuji. Migoto na mono de atta. Sore ga shi o kayou ni juzen ni koroshita mono. Sou wa oranu. Onushi wa nanda? Wer? Shinazu. Arui wa mushitsuki to yobu mono mo oru na. Also ein Zombie. Shinenu no de tada koko ni oru no da. Sokomoto wa kono youna aredera de nani yo? Zeibun to miken ni shiwa ga yotte oru. Sokomoto yo. Sore ga shi o tsukai katana no shuren o senu ka. Onushi no shimei o hatasu tame ni. Shinenu karada yue iku tabi demo kirarete yareru zo. Doja? Ah, ist das eine Entscheidung, die wichtig wäre? Ich würde sie gerne annehmen, weil... Ja... Keine Ahnung. Erinnert mich zwar nicht so stark an den Crestfallen Warrior aus... Zum Beispiel, wie der aus Dark Souls mich an Demon's Souls erinnert hat, aber... Er ist untot. Und wenn wir aus Dark Souls 1 oder den Souls-Teilen 1 gelernt haben, ist das Untot eigentlich gar nicht so schlechtes. Sochista. Yoshi. Dewa yaro. Katana o furaba, kimo magireru toyu mono. Training. Unsterblicher Hanbei, okay. Was können wir mit dir reden? Sokomoto yo. Kono yashiro ni wa, ikiba o ushinatta mono ga tsubou you da. Okay. Ore, gen ni, sore ga shi mo, koko ni oru.
だからかのう。そこの賽銭箱にも時折何やら流れ着くのよ。Oh, Gabenkasten, das ist das Teil, wo wir gerade reinschauen konnten. Okay, dann trainieren wir mal die Grundlagen des Kampfes. Angriffe, parieren, ausweichen, das habe ich noch nicht so ganz gecheckt. Ausweichschritt. Weiche gegnerischen Angriffen mit dem Ausweichschritt. Dies schadet der feindlichen Haltung zwar nicht, jedoch verfehlen manche Angriffe so komplett. Weiche Angriffen aus und greife an, lande 3 Todesschläge. Ausweichrolle. Nach einem Niederschlag am Boden zu bleiben, bedeutet den sicheren Tod. Mit Ausweichrolle kannst du dich schnell von einem Niederschlag oder Haltungsverlust erholen. Das wollte ich gerade tun, ging aber nicht, aber jetzt auf einmal kommt das. Okay. Die Musik ist gerade übrigens sehr laut. Behaltungsverlust, Niederschlag, Ausweichrolle, okay. Au! Au, Alter! Wie kann ich das so gut? Mada, mada. Scheinbar ist es auch hier gut, quasi auf die Seite auszuweichen und nicht einfach gerade nach hinten. Was? Okay. Das soll passen jetzt, oder? 3 haben wir. Okay. Also ich glaube, die Basics habe ich jetzt langsam raus. Das heißt... Mata kurugai. Sokomoto no waza no tameshi. Ikura demo ukeou zo. Sehr nice. Danke von dir, unsterblicher Hanbei oder so. Okay, was ist jetzt hier der Gabenkasten? Das hört sich interessant an. Objekte, die woanders nicht mehr verfügbar sind, befinden sich im Gabenkasten. Oh, das ist wie die eine Truhe beim Feuerbandschrein aus Dark Souls 1. Das heißt, wenn man wichtige Questobjekte doch irgendwie durch sehr viel Bad Luck doch verscheißen sollte, kann man die hier wieder nehmen, oder? Wenn der Kasten erleuchtet ist, hat ein weiteres Objekt den Weg hineingefunden. Objekte können durch Untersuchen des Kastens und Geld erlangt werden. Kiste ist momentan leer. Ja, das heißt, hier schaut mal hin und wieder vielleicht mal vorbei, bis ich das sicher weiß, was ich gerade schon vermute. Aber ja. Das heißt eigentlich, es müsste eigentlich hier irgendwo stehen, oder? Steht es hier nirgendwo? Wahrscheinlich steht unsere Mission nirgendwo. Aber ich gehe einfach mal den einzigen Weg, den es gibt. Und zwar hier lang. Oh, Greifhaken. Das ist ja geil. Mit dem Greifhaken der Shinobi-Prothese erreichst du Orte, die anders unerreichbar wären. So kannst du dir erhöhte Positionen zunutze machen. Ein rundes Symbol zeigt Greifpunkte in der Nähe an. Wenn es grün wird, ist der Greifpunkt in Reichweite. Greifhaken SL2. Okay, ja, weil hier ist ja tendenziell weniger geil. Ah. Gut. Wenn es grün wird, das heißt, okay. Und es gibt auch mehrere Greifpunkte. Und man kommt dann direkt dorthin, wo man... Also ich muss nur drücken und alles ist cool. Okay, das heißt, man kommt auch... Ich schau mal ganz kurz. Das hier müsste so ein zweistöckiges Haus kann man schon mal erklimmen. Also ich finde das cool. Ah, ja, okay, erstmal hier lang schauen. Dass ich hier springen kann, ist Ashina Umland. Dass man hier springen kann, ist so ein bisschen neu für mich noch aus dem ganzen Souls-Kontext, aber ja, nicht schlecht.
Und ich glaube, das Plattforming ist hier ein bisschen einfacher, weil man hier nicht runterfallen kann wie blöde. Finde ich nice. Und hier ist direkt wieder eine Figur des Bildhauers. Jetzt ist die Frage, kann man schnell reisen? Figur des Bildhauers gefunden. Reise per Figur des Bildhauers, genau. Jetzt kannst du sofort zwischen Figuren des Bildhauers reisen, die du bereits besucht hast. Reisen kannst du über das Figur des Bildhauers Reisemenü, okay? Rasten oder reisen. Was Gebetsperlen und Erinnerungen sind? Gebetsperlen könnt ihr mir vorstellen, sowas wie Ringe, Anhänger, also was, was einem dauerhafte Boosts gibt, wenn man sie ausrüstet. Und Erinnerungen ist vielleicht so irgendwas Besonderes, auch ein Boost oder so, keine Ahnung. Und wenn mich nicht alles täuscht, hat man tatsächlich nur zwei Stats, Vitalität und Angriffskraft. Und Angriffskraft ist gerade für den Arsch, aber Reisen, wichtige Orte. Maroder Tempel ist ein wichtiger Ort. Und Ashani Umland ist sowohl der als auch da. Und es wird auch angezeigt, wo man sitzt. Das ist auch nice. Und ein Bild. Okay, das finde ich schon mal sehr nice. Hier kommt man gerade nicht hin. Doch, jetzt kommt man hier doch hin. Okay. Oh. Kommt man da irgendwie hin? Ich weiß nicht, wie man... Ah, vielleicht von da unten und dann rüber. Kann ich hier jetzt... Hallo? Okay. Ungos Konfekt, ein Konfekt aus dem Senpo-Tempel, reduziert kurzzeitig die... Ja, ich werde nicht alle Beschreibungen immer 100 pro vorlesen. Ich werde sie zwar lesen, also scannen und dann das vorlesen, was ich denke, was wichtig ist. Reduziert kurzzeitig den Vitalitätsschaden. Also ist quasi ein Schild, ein Abwehrbooster. Man erhält den Segen, indem er es verzehrt und die Ungo-Haltung einnimmt. Okay, das heißt, man muss kurz quasi vorher still sein. Das heißt, es ist nicht was, du nimmst sofort, geht, sondern du nimmst, brauchst 2-3 Sekunden und dann. Das heißt, das wär, ist, glaube ich, was gut ist am Anfang von einem Bossfight. Wenn man weiß, dass ein Bossfight kommt. Alter, hier ist ja echt viel, hier sind viele... Viele verschiedene Wege und Möglichkeiten. Da ist was, da ist was. Ha! Wollte gerade schon sagen. Heimlicher Todesschlag. Du kannst heimliche Todesschläge gegen unachtsame Feinde einsetzen. Ein solcher Todesschlag ist der tödliche Sturzangriff, bei dem du von oben auf einen Feind springst. Anvisieren, springen, tödlicher Angriff. Und wo ist hier Feind? Bin ich blind oder wo ist hier ein Feind? Das ist mal im Ernst, da ist kein Feind. Hier ist kein Feind. Nee, hier ist keiner. Verarsche! Aber das finde ich cool. Aber es bringt mir hier aktuell nichts. Oh! Geht auch. Wenn es rot leuchtet, okay. Cool. Und blutig. Ah, und jetzt? Hier funkelt was. Das seht ihr auch. Was ist dieses Funkeln hier? Ich kann den nicht plündern oder so. Und nee, ich drück. Nee. Nee, nee. Muss ich die treffen vielleicht? Nee. Keine Ahnung, was das genau bedeutet. Wir werden sie irgendwann erfahren, Kügelchen. Okay. Aber cool, das heißt, es lohnt sich ganz offensichtlich,
sich ein bisschen umzuschauen. Warum kann ich den nicht looten? Oh, hallo. Okay, also es geht nicht bei Gegnern, die... Es geht nicht bei Gegnern, wo man schon entdeckt wurde. Keramiksplitter. Wurf mit einem kräftigen Knacken zerbricht, um sie abzulenken. Okay. Interesting. Das heißt, das werde ich mal ausrüsten, weil das eventuell nicht so schlecht ist. Und hier ist schon wieder Gold. Habe ich dadurch Gold bekommen? Nee, es steht immer noch, das seht ihr wie gesagt nicht, aber es ist immer noch 0 Gold. Oder Münzen oder what the fuck. Okay. Ah, hier unten ist scheinbar nichts. Hier gibt es echt viel zu sehen. Und gefühlt aber nicht allzu viel zu tun. Nicht allzu viel Action dafür. Wie viel es zu sehen gibt. Okay, da sehe ich schon, was man machen kann. Oh. Kann man? Backstab, genau so wollte ich. Eigentlich wollte ich ihn irgendwie hier wie Hitman-Style runterschubsen, aber das ging nicht. Oh, da ist noch einer. Alright. Es fühlt sich wie eine ganz seltsame Mischung aus Assassin's Creed und ähnlichem an. Okay, wer entdeckt mich? Der da unten, okay. Okay, und hier war irgendwo noch einer. Ah, wo ist der da? Wobei, da würde mich der sicher erkennen, oder? Ah, ich hoffe mal nicht. Nee, alles cool. Oh, und da oben, plus 21. Keramiksplitter, okay. Ah, hier, war hier nie noch was? Nee, diese komischen Glitzerdinger irritieren mich so ein bisschen. Also, ich mag das. Finde ich cool. Okay, ihr seht mich hier aktuell nicht. Das ist nice. Was? Okay, du findest das offenbar nicht so geil. Nimm mal die Heilung. Aber jetzt ist wieder alles cool. Okay. Okay, jetzt ist alles wieder nice. Dann dahin. Dahin. Jetzt schauen wir gleich mal, ob es hier oben was gibt. Hier oben was gibt, danke. Nö. Aber so das Level zu traversen ist ja nice as fuck, finde ich. So, aber... Oh, Moment. Und jetzt... Keramiksplitter.
Wie wirfbar. Okay, nee, ich wollte eigentlich was anderes, aber das scheint nicht zu gehen. Okay, also beide hätte ich hier, glaube ich, nicht so geil. Fuck, ich wollte eigentlich parieren drücken, aber egal. Komm. Komm. Okay. So war das eigentlich gedacht. Und so habe ich mir das auch vorgestellt. Nice. Nice, nice, nice. Ach, falsch. Ungos Konfekt wieder, okay. Aber das gefällt mir, wie man hier sich mischend aus Schleichen und hier Ding. Ich wollte schon sagen, das habe ich jetzt schon zweimal versucht, aber okay. Handvoll Asche. Kügelchen. Alright. Oh ne, ein Hund. Nicht ein fucking Hund. Oh, aber da ist wieder so ein Bildhauerteil. Kommen wir da rein eigentlich? Nee, wie es aussieht, nicht. Aber gut, dann machen wir hier noch den Hund platt. Also vorausgesetzt, er kommt mal in unsere Richtung. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen weit, oder? Ja, jetzt wird es besser sein. Wobei, nein, man kann eigentlich doch auch schon ziemlich gute Distanz damit gut machen. Weg hier. Das ist aber geil, man kann endlich vernünftig vor Hunden fliehen. Nein. Ist er jetzt schon auf uns aufmerksam geworden oder noch nicht? Mal schauen. Okay. Das finde ich gut. Hier ist nix. Ah, hier geht's aber auch. Oh, da lang müssen wir dann wahrscheinlich. Aber das ist hier echt heftig. Und hier ist schon wieder eine Figur des Bildhauers. Also, die Checkpoints scheinen nicht so wahnsinnig unfair gesetzt zu sein. So, Umland, Mauer, Pfad zum Tor. Wenn wir hier... Umland, Mauer, Pfad zum Tor. Okay. Hellende Kürbisflasche. Oh! Achso, ich muss rasten. Aber dadurch werden die Gegner resettet. Das heißt, alle Hunde wieder. Wobei, alle Hunde wieder gar nicht mal, weil wir kommen ja hier an denen auch vorbei, ohne sie zu triggern. Wobei, nee, da ist nur ein Item. Und Keramiksplitter. Oh mein fucking Gott, ernsthaft? Ich komme hier nicht hoch. Danke. Rasten wir nochmal. Das soll, sollte uns ja eigentlich auch die ganze Aggro von denen aus dem Weg schaffen, oder? Tut's, okay, nice. Nee, okay, da kommen wir jetzt erstmal nicht hin. Oh, man kann auch im Sprung dann. Das ist auch geil. Also viele der Techniken, die man hier verwenden kann. Was? Fucking ein Huhn? What the fuck?
Ja, du hast einfach mal einen Huhn angegriffen und dafür haben wir 13 göttliche Einfluss, oder wie? Genau, nächster Fähigkeitspunkt. Genau, das ist nicht göttliche Hilfe, sondern nächster Fähigkeitspunkt. Das heißt, das sind XP. Moment, hab ich schon bei allen Gegnern XP bekommen? Bild mir gerade ein, nicht, Kügelchen. Alright. Okay. Man sollte sich hier definitiv gut umschauen. Na, dafür sind so Punkte natürlich gut. Da ist ein großer Gegner. Das Spiel ist definitiv fast sogar noch taktischer als Nioh und Dark Souls und so. Wegen den Möglichkeiten, die man hat. Da ist aber keiner. Oh, aber da ist noch ein Zwischenstock. Da ist schon wieder so ein Vogel. Ein von Wurfsternrad. Ein vom mechanischen Genie Doggen. Ah, ist das nicht dieser Dr. Doggen gewesen, der auch die irgendwas anderes hergestellt hat? Wird durch Einbau in die Shinobi-Prothese zum funktionsfähigen Prothe. Oh! Es passen überraschend viele Wurfsterne ins handtellergroße Wurfsternrad. Die Räder zum Stapeln gedacht sind ein gutes Beispiel. Oh, nice. Das heißt, wir können hier verbessern. Prothesenmodule anpassen. Shinobi-Module sind nicht allein einsetzbar. Gib sie dem Bildhauer. Du kannst durch Reisen von einer Figur des Bildhauers aus mit der Heimkraftfigur schnell zum Bildhauer. Oder mit der Heimkehrfigur schnell zum Bildhauer zurückkehren. Und da es hier so dieses Punktesystem nächster Fähigkeitspunkt in gibt, ist es wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht. Ich versuche es jetzt einfach mal. Letztbesuchte Figur oder Feuerfigur beim... Ich mache mal die Figur des Maroden Tempels. Und das dauert ein bisschen. Das heißt, man kann nicht einfach Bailout machen. Das ist mal cool. Je mehr Vitalität man verliert, desto langsamer wird die Haltung wiederhergestellt. Das heißt, dieser Balken, der sich dann langsam schließt, der große gelbe bei uns und auch bei den Feinden. Das ist ja interessant. Wenn sich die Haltung eines Feindes fast sofort erholt, solltest du dich darauf konzentrieren, zuerst deine Vitalität zu schwächen. Das heißt, es ist doch eher als Finisher-Move als von Anfang an gedacht. Das ist ja alles nice. Also, ich mag das Spiel jetzt schon sehr. Ich hoffe, es ist lang. Ningu-ka. Ja? Oh. Shinobi-gishu wa kibaja to iuta ga. Ningu o shikomu koto de, sono kiba wa katachi o kaeru koto ga dekiru yo ni naru. Kataki tate naraba uchi kudaki. Subayaki teki naraba shitome utsu. Genau sowas habe ich erhofft. So, Alright. Bitte. Ich bin echt am Überlegen, ob ich über die japanische Sprachausgabe auch ein bisschen drüber quatschen kann, weil Japanisch verstehen nicht allzu viele. Wenn das die englische Sprachausgabe wäre oder gar die deutsche, würde ich den Mund halten. Immer noch, sorry, falls ihr es bei der letzten Folge drunter geschrieben habt, gerne auch noch unten mal unter diese schreiben, welche Sprache ihr als gesprochene Sprache am liebsten hättet. Es liegt daran, dass ich die jetzt hier überhaupt aufnehme, die Folge, bevor die erste Folge rauskommt. Von daher nehmen wir das mal. Alright. Prothesenmodule anpassen. Reguläre Shinobi-Module, die du in der Welt findest, können im Menü neue Prothesenmodule herstellen. Okay. Geladener Wurfstern. Gibt es da ein Maximum? Wahrscheinlich. Erforderliche Materialien Wurfsternrad.
Wurf, Sternwurf ist dann R2. Das heißt, R1, die zwei Tasten R2 und L2 sind quasi Wurfhaken und so Shinobi-Sachen und die anderen sind, okay, alles klar, I get it. Ja, bitte, in Besitz, wunderbar. Sehr gut. Ja, passt, danke. Prothesenmodul. Prothesenmodule sind angepasste Shinobi-Module. Sie werden im Ausrüstungsmenü ausgerüstet und verbrauchen Geistembleme. Okay. Oh, ist das dieses 0 bis 15, diese komische kleine Figur? Ausrüstungsmenü, Prothesenmodul benutzen, wechseln. Okay. Oh, Prothesenmodul. Gibt drei Plätze nach Bedarf ausrüsten und wechseln. Alright. Das heißt, wir können hier dann drei andere. Und was das ist und das wissen wir noch nicht. Jetzt ist die Frage, was ist... Das muss dieses 0 bis 15er komische Figürchen sein, weil göttliche Hilfe wird es nicht sein. Dann werde ich es jetzt mal nicht... Oh! Geistembleme werden zum Aktivieren von Prothesenmodulen benötigt und bei jedem Einsatz verbraucht. Ich frage mich, was passiert wäre, wenn ich das nicht gefunden hätte. Hätte ich wahrscheinlich erst das zweite gefunden und dann wäre es mir erklärt gewesen. Erhalte Geistembleme durch Besiegen von Feinden. Das sind diese kleinen Teile, die über den Feinden geschwebt sind, die ich nicht aufsammeln konnte, oder? Weil ich noch nicht die Möglichkeit hatte. Aber ich würde sagen, bestätigen oder also ob das stimmt oder nicht, das werden wir beim nächsten Mal sehen. Ja, oh, wir können sie auch kaufen. Wie viel kosten die? 10 Münzen. Und jetzt können wir wahrscheinlich auch Münzen aufsammeln, oder? Schätze jetzt mal. Aber das werden wir alles beim nächsten Mal sehen. Wir reisen jetzt erstmal dahin, wo wir gerade schon waren. Bis zum nächsten Mal. Da begrüße ich euch dann dort. Bis dahin sage ich, bis zum nächsten Mal bei Sekiro. Tschüss, Leute.